Nils, ich wollte dich etwas fragen. Ja, Martin? Hast du nicht Lust, mit mir nach Lappland zu kommen? Ich weiß nicht, ob ich mich auf so einer Reise zurechtfinden würde. Nils staunte nicht schlecht, als er die Worte von der Weißen Gans hörte. Er, der die ganzen Jahre die Tiere gequält hatte, hatte plötzlich in Martin einen Freund gefunden. Den ersten in seinem Leben. No. Nils war sofort einverstanden. Okay, wenn man solche Kirscheneltern hat. Zurückzukehren behagte ihm nicht. Wie sollte er auch all dies seinen Eltern erklären? Als Däumling. Ich bin so froh, dass du mitkommst, Nils. Ich verspreche dir auch, dich zur rechten Zeit wieder nach Hause zu bringen. Doch hör mal. Wir sind zur rechten Akka Zeit um 18 Gänse Uhr. Kommen aus dem Wasser zurück aufs Eis. Wo denn? Ui. Guckt die denn? So, ihr beiden. Nun erzählt mal, wer ihr überhaupt seid. Also ich bin Martin, die Hausgans. Von mir ist nicht viel zu sagen. Ich bin im vorigen Jahr geboren und im Herbst wurde ich an Holger Nilsson vom Westfemmenhög verkauft. Wie gewöhnlich. Ich bin Akka von Kebnekaise. Das neben mir sind Ixi von Wassijaure und Kaxi von Nuolja. Das klingt ein bisschen wie Star Trek. Die anderen sind ebenfalls Hochlandwildgänse aus den besten Familien. Und ich heiße Nils Holgersson. Bis zum heutigen Tag war ich ein Mensch und... Was, ein Mensch? Menschen bringen nur Unheil. Aber ich bin doch nur ein Däumling. Ob groß, ob klein. Die Menschen sind alle gleich. Akka, ich bitte dich. Du kannst Nils nicht fortschicken in der Nacht. Denke nur an den Fuchs. Der Fuchs? Na schön. Nur diese eine Nacht, wenn du dich für ihn verbirgst. Bei meinem weißen Gefieder. Ich passe auf ihn auf. Nils war froh, dass er nicht fortgeschickt wurde. Es schien sehr kalt zu werden und so begann er Stroh und Gras für ein Nachtlager zu sammeln. Nils, du musst Stroh und Gras für die Nacht suchen. Es wird bitter kalt. Gut, dass du es nicht nochmal wiederholt hast. Wir brauchen noch mehr Stroh. Sieh dich genau um auf dem Ei. Noch ein kleines Häuflein. Das wird dann reichen für die Nacht. So, jetzt stehe ich sicher auf dem Eis. Danke, Nils. Jetzt komm unter meine warmen Daunenfedern. Ja, ich bin müde wie ein Bär im Winter. Martin steckte seinen Kopf unter die Flügel und schlief sofort ein. Der Schlafplatz war von Akka gut gewählt, denn die Eisdecke hatte sich im Frühling ein Stück vom Ufer entfernt. Kein Fuchs oder Wiesel konnte die Gänse erreichen. Auch Nils schlief tief und fest. Doch im Frühling kann ein zugefrorener See sehr trügerisch sein. Der Wind drehte und die dünne Eisdecke kam in Bewegung. Näher und näher trieb die Eisschicht zurück ans Ufer. Der Wasserspalt wurde immer kleiner und das bemerkte auch ein hungriges Tier aus dem Wald. Es war Smirre der Fuchs. Das ist so süß gemacht, das Spiel. Nils, aufwachen! Nein! Was ist passiert? Große Gefahr! Schnell! Wie? Vor so einem kleinen Hund habt ihr alle solche Angst? Nils, es ist kein Hund. Däumling, pass auf! Hey, du feiger Köter, lass sofort die Gans wieder los. Oh nein, er hat sich Akka geschnappt. Na, warte! Nils wusste nicht, in welche Gefahr er sich begab. Er war fest entschlossen, die arme Akka dem vermeintlichen Hund wieder abzujagen. Wo steckst du? Aber keine Angst, ich werde dich erwischen. Irgendwo musst du doch sein. Halte durch, habe ich dich gefunden. Warte, bleib stehen. Wo ist denn? Hier hast du dich also versteckt. Lauf nur weg, ich werde dich immer wieder finden. Bleib stehen, du blöder Hund. Warte, ich kriege dich. Haha, da bist du.
So, jetzt reicht's mir langsam. Lass sofort Akka wieder frei. Doch Smirre dachte nicht daran, sich so einen guten Bissen entgehen zu lassen. Er sah sich noch einmal um und verschwand endgültig im Wald. Das wird dir auch nicht helfen. Warte nur ab. Ich werde dich auch dort finden. Akka, halte durch. Jo. Ich muss in den Wald. Ich bin im Wald. Akka, wo bist du? Ich muss sie finden. Vielleicht kann ich sie noch vor dem Hund retten. Na klar, Akka will mir mit einer Feder den Weg zeigen. Jetzt schnell weiter. Akka, halte aus. Aua, ich hätte den Kopf einziehen müssen. Das wäre auch geschafft. Nicht mal nasse Füße habe ich bekommen. So, schnell weiter. Gut, dass ich so klein bin. Akka, ich komme. Wie komme ich über diese Felsspalte? Eine Brücke wäre gut. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Welche Felsspalte? Ah, das ist eine Felsspalte. Okay. Das hat geklappt. So, wo geht's weiter? Hat das da drin gestunken? Akka, wo bist du? Ich glaube, ich bin Akka ganz nah. Halte aus! So, das wäre auch geschafft. Da steckst du, Gänseräuber, also. Lass sofort Akka los, du feiger Hund. Ich trage ein Messer bei mir. Das Messer ist auch winzig. Für einen Hund hältst du mich also. Und wer bist du? Eine Feldmaus mit Mütze? Und dein Messer kann nicht viel größer sein als eine Tannennadel. Nils, lauf weg, solange du noch kannst. Das ist ein Fuchs. Niemals, Hund oder Fuchs, das ist mir egal. Der soll ich sofort freilassen. Ich, Smirre der Fuchs, soll also freiwillig auf so einen leckeren Happen verzichten? Akka wird dir im Halse stecken bleiben. Vielleicht hast du recht. Nils, lauf! Ich werde meinen Speiseplan ändern. Willst du sie nicht mehr fressen? Nicht mehr allein, denn dich nehme ich zum Nachtisch. Das werden wir ja sehen. Nimm dich in Acht, Smirre. Ich brauche einen Plan. Weck dir früh auf. Na, wie sieht es aus, du Zwerg? Ja, Volltreffer! Akka, schnell, flieg davon! Verdammt, was ist passiert? Hey, ich sitze fest. Danke, Nils. Aber jetzt bringe dich selbst in Sicherheit. Ich bin eingeklemmt. Oh, aua, oh, mein Schwanz. Komm, sei nicht so. Heb den Ast hoch, komm, bitte. Nö. Nein, Smirre. Dir kann man nicht trauen. Ich werde dir nichts tun. Glaube mir doch. Niemals. Mach's gut, Smirre. Das wird dir eine Lehre sein. Du mieser Lausebengel. Warte nur. Eines Tages werde ich dich erwischen. So, jetzt schnell zurück. Wie war noch mal der Weg? Müssen wir komplett wieder so zurückgehen? Wo ging es bloß noch mal weiter? Na hier. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Oh, was ist das denn? Mein Magen knurrt. Da ist die Bären hier. Was zu essen. Na bitte. Jetzt kann es weitergehen. Okay. Ohne die Federn ist das alles viel schwieriger. Nö, es ist eigentlich nicht wirklich. So, jetzt schnell zurück. Wie war noch mal der Weg? Wo ging es bloß noch mal weiter? Die Stelle kommt mir bekannt vor.
ohne die Federn ist alles viel schwieriger. So, wir haben es geschafft. Hm? Nicht? Ah, okay. Nils, na endlich! Du glaubst ja nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen. Mutter Akka hat alles erzählt. Wir dachten, Smirre hätte dich... Na, du weißt schon. Das wäre auch um ein Haar geschehen. Wie geht es, Akka? Sie hat sich auch große Sorgen gemacht. Schnell, geh zu ihr. Oh, die blutet. Nils, ich bin glücklich, dich unverletzt wiederzusehen. Du blutest ja. Ach, nur ein kleiner Kratzer. In meinem langen Leben habe ich schon einiges mehr abbekommen. Aber Nils, ich muss mich bei dir bedanken. Du hast mein Leben gerettet. Ach, war doch gar nichts. Das war heldenhaft. Großartig. Das war es. Kein Mensch hätte so etwas für eine einfache Gans getan. Besonders kein so kleiner Mensch, wie du einer bist. Du hast ein gutes Herz. Naja, also früher... Oh ja, da gibt es Geschichten. Und zum Zeichen meiner Dankbarkeit erlaube ich dir, mit uns zu fliegen. Ja! Mit nach Lappland? Nur wenn du möchtest. Natürlich will ich das. Auf nach Lappland! Doch jetzt wird geschlafen. Wir brauchen viel Kraft morgen. Auf nach Lappland! Yippie! Lappland, willkommen! Nicht so schnell, Martin, sonst machst du wieder schlapp. Ich und schlapp? Haha, die Strecke schaffe ich mit einem Flügel. Schneller da hinten! Der Weiße trödelt schon wieder. Hahaha. Seht ihr da unten dieses Gebäude? Das ist das Haus Glimminge. Martin, bitte setze Nils dort unten ab und fliege dann mit den anderen Gänsen zum Kullaberg. Ich habe mit dem Däumling etwas zu besprechen. Kullaberg? Ja, du wirst staunen, Martin. Moment, wieso darf ich nicht dahin? Genau, darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Achtung, festhalten. Wir landen. Das war ein schneller Flug. Da kommt man ja kaum hinterher. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Glimminger Haus angekommen. Es ist ein sehr altes Haus. Die Menschen hatten es früher gebaut, damit sie in den schlechten Jahren hier Zuflucht finden konnten. Nun aber diente es nur noch als Kornspeicher. Naja, so ganz leer steht es nun doch nicht, denn es sind neue Mieter eingezogen. Die schwarzen Ratten. Aber keine Angst, es sind gute und sehr liebevolle Tiere. Das Glimminger Haus ist der letzte Ort in ganz Schweden, wo sie noch nicht vertrieben worden sind. Nämlich von den grauen Ratten. Nur zu gern würden diese gefräßigen Räuberhaus Glimminger auch noch erobern. Doch dazu später. Akka hat Nils etwas zu sagen. Bin gespannt. So, Nils. Du fragst dich bestimmt, warum du nicht zum Kullaberg darfst. Ja, warum? Weil noch niemals, wirklich niemals, ein Mensch bei der großen Zusammenkunft der Tiere dabei war. Ich verstehe nicht. Einmal im Jahr, wenn die Sonne den Schnee schmelzen lässt, treffen sich alle Tiere auf dem Kullaberg, um den Frühling zu feiern. Alle Tiere? Ja, alle. Selbst die Füchse. Für diesen einen Tag herrscht Frieden unter den Tieren. Es ist das Fest der Feste. Jeder führt etwas auf. Wie im Theater? Oh, kann ich nicht doch mit? Nein, es gibt keine Ausnahme. Ich werde bald aufbrechen und hole dich tags drauf wieder ab. Das ist ja wie Stubenarrest. Na gut, werde ich mich hier ein wenig umsehen. Mach das. Vielleicht finde ich etwas zum Essen. Essen. Schade, dass ich mir keinen Vorrat anlegen kann. Ich müsste einen Korb oder so ähnlich haben. Moment, wieso bastel ich mir keinen?
Mit diesem Schilfhalm könnte es mir gelingen. Welchen Schilfhalm? Wie denn? So, am besten, das sieht doch schon mal gut aus. Und weit fast fertig. Einmal muss ich noch gehen. Fertig, das war's. Wo kommt das Tuch her? Als ich gedacht habe. Jetzt kann ich mir im Korb einen Reiseproviant zusammenpflücken. Mein Messer findet auch Platz hier drin. Den Korb stecke ich mir in den Gürtel. Jetzt kommen die Bären. So, ich glaube, das reicht. Mehr passt nicht mehr rein. Eine Beere. Und außerdem muss Martin mit dem Gewicht auch noch fliegen können. Aha. Aber Moment, wie viel habe ich überhaupt gepflückt? Ich guck gleich mal in den Korb. Eins. Du hast nur eins gepflückt. Das klappt schon mal gut. So komme ich auch jederzeit an mein Messer heran. Hallo. Hallo, Däumling. Komm doch mal her. Huch? Wer ruft mich da? Hier, komm hierher. Musst du nicht zum Fest der Feste? Haben Sie mich gerufen? Natürlich, oder siehst du hier noch jemanden? Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Ermenrich. Guten Tag, Herr Ermenrich. Du fragst mich sicherlich, warum ich dich gerufen habe. Nun, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich bitten, mir und allen Bewohnern des Glimmingerhauses zu helfen. Wie kann ich euch denn als Däumling helfen? Tja, und dann erzählte der verzweifelte Ermenrich die ganze Geschichte. Die unvorsichtigen schwarzen Ratten hatten ihr Heim verlassen und sich zum Kullaberg aufgemacht, wie alle Tiere an diesem Tage. Doch dieses Jahr wollte sich nicht jeder an den Frieden halten. Die grauen Ratten hatten einen gemeinen Plan. Ja, und jetzt bin ich der Letzte, der die gemeinen grauen Ratten aufhalten könnte. Sie sollen schon auf dem Weg zu uns sein, wurde mir von den Sperlingen berichtet. Wir sind verloren, wenn du uns nicht hilfst. Erst fressen sie die gesamten Vorräte auf und dann... Ich? Ich kann doch nicht gegen Hunderte von Ratten kämpfen. Du sollst sehr mutig sein, sagt man. Oder erzählt man sich Lügenmärchen, hm? Nein, es ist alles wahr. Nils ist mutiger als ein gewisser Vogel mit einem langen Schnabel. Wen meinst du, Akka? Lass gut sein, Ermenrich. Nils, halte aus, bis ich wiederkomme. Vielleicht kann ich dir helfen. Moment, Akka, du kannst mich hier doch nicht alleine lassen. Haltet aus! Ich bin bald zurück. Wer es glaubt. Ich denke, die Gute hat einfach nur Angst, hier zu bleiben. Die hat vor niemandem Angst. Na schön, warten wir es ab. So, und jetzt verrate ich dir meinen Plan. Du hältst genau an dieser Stelle Wache. Und Sie? Ich mache ein Nickerchen. Wichtelmännchen brauchen ja bekanntlich nicht so viel Schlaf. Das stimmt. Und wir Wichtelmännchen können auch in der Nacht besser sehen. Richtig. Wenn die Ratten kommen, klingelst du die Alarmglocken. Das ist wichtig, damit wirklich alle gewarnt werden. Und wo finde ich die? Genau vor dir. Es sind die Schneeglöckchen. Pass auf, folgende Melodie musst du klingeln. Achtung. Ja, ist die gleiche wie eben, oder? Nee, doch nicht. Na gut. Genau. Ist doch voll nicht schwer. Probier's mal aus. Ich versuch's mal. Sehr gut. Dann kann ich ja beruhigt die Augen zumachen. Keine Angst, ich werde wachsam sein. Gerade eben, das war viel schwerer. Was ist das denn? Wie süß. Das sind die Ratten. Nein. Wach doch auf! Oh, was? Nein, die grauen Ratten kommen. Gut, dass du wach geblieben bist, Nils. Bravo. Und was mache ich jetzt? Du musst in den Turm und sie aufhalten. Wie denn? Ich weiß es nicht. Mach irgendwas. Voll der Plan von dem. An die Hauptsache, wir haben ihn wach gemacht. Sie haben gut reden. Na schön, dann auf in den Kampf.